Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Two Worlds 2. Und, wie soll ich sagen? Ja, wir haben jetzt schon länger nicht mehr voneinander... Na gut, die Folgen kommen... Also, naja, anders. Ich habe schon lange nicht mehr gezockt. Relativ lang. Ferien halt. Ich hatte schon ein bisschen voraus aufgenommen, dann etwas später hochgeladen. Dementsprechend sind es jetzt schon 3 oder 4 Wochen hier. Aber ich habe mir die letzte Folge nochmal angeschaut. Wir sind in Balvar, müssen nach Hatmandor und wir suchen jetzt Pferd. Vorher reden wir natürlich erstmal mit allen Leuten hier und fangen damit gleich mal an. So. Ach. Bitte. Ich sterbe vor Hunger und kann meinen Kindern nicht zu essen geben. Mein Mann ist fortgegangen. Wollte in den Minen arbeiten. Aber seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Hast du nicht was für mich übrig? Wenn ich jedem einzelnen Bewohner hier ein Stück Fleisch gebe, dann ist doch nichts mehr für mich da. Aber na gut, vielleicht hat ihr was über das Pferd. Viel ist es nicht, aber du kannst dieses Stück Fleisch haben. Du hast ein gutes Herz. Es ist schlimm, wenn man seine Kinder hungern sieht. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Aber wenn du Fragen hast, dann komm zu mir. Bingo. Gut zu wissen. Sag mal, wer hat dir im Dorf das Sagen? Alima. Sie führt unser Dorf an. Aber es geht uns schlecht. Und wenn es nicht bald besser wird, dann werden die anderen Alimas Pferde nicht mehr in Ruhe lassen. Ich hoffe nur, dass sie dabei das Teilen nicht vergessen. Wo kann ich sie finden? Sie wohnt nicht weit von hier. Es ist das einzige Haus mit einem Zaun und Pferden. Du kannst es nicht verfehlen. Okay. Ich habe hier gerade, ich habe ja immer noch meine schöne Steuerungsanleitung. Und was wollte ich gucken? Ach ja, hier F8 Dorfchronik. Ach, funktioniert nicht. Naja, macht nichts. Wir haben gerade Taghelle. Nein, ich will die Waffen nicht. Jetzt krieg ich gleich nur Ärger. Hallo? Ich dachte, ich kann mit ihm reden. Hui. Naja. Was hat der denn dazu sagen? Der mit dem verschlagenen Blick. Ach, ist ein Händler. Deswegen auch der Geldbeutel. Schön, schön. Viele haben damit nichts so am Hut. Wir müssen, glaube ich, erstmal ein bisschen Dietriche. Wie viel Geld haben wir? Wie viel Dietriche haben wir? Dietriche. Allgemein 10 Stück. Ja, kaufen wir mal. Wieso kostet denn 13 Dietriche 14? Bestimmt Bearbeitungsgebühr oder so. Ach so, jeder 14. Ist ja noch schlimmer. Nee. Dann lieber nicht. Siehst ja noch 3 Fleisch und nach dann so die Informationen aus.